Wir verstehen uns hier eigentlich als Organisator eines Ökosystems von verschiedensten Partnern, die zusammenwirken können. Und aufgrund unserer Historie und unserer Erfahrung in der Reduzierung von Schadstoffen bei Automobilen, aber auch Lastkraftwagen und Schiffen, sind wir hier prädestiniert dafür, diesen Zusammenhalt zwischen den Partnern zu erzeugen. Und der heutige Tag war ein erster Auftakt in diese Richtung. Es ist eine hervorragende Plattform, um die wichtigsten Technologieträger und Unternehmen, Kommunen, Wissenschaft zusammenzubringen, um dieses Ökosystem zu kreieren, das wir brauchen, um dieses komplexe Thema zu lösen. Und zum Zweiten ist es eine hervorragende Plattform, um konkrete Aktivitäten zu starten und nicht nur darüber zu reden. Und dieser Clean Air Tech Day dient dazu, viele Entwicklungen aufzuzeigen, die stattfinden im technologischen Bereich, Startups auch eine Bühne zu geben, dass sie ihre neuen Entwicklungen kennenlernen und uns Kommunen Möglichkeiten an die Hand geben, um ins Handeln zu kommen. Also ich bin sehr dankbar für die Veranstaltung heute, weil es einfach mal den Horizont erweitert und weil es die Gelegenheit gibt, mal punktuell wirklich mit Wissenschaft, Forschung, aber auch mit den Pragmatikern zusammenzukommen und auch mal zu sehen, was ist tatsächlich heute schon realisierbar, was kann man wie in die Umsetzung bekommen, wo können wir vielleicht Piloten starten, um die Zukunftsgestaltung der Mobilität in München oder auch in anderen Städten voranzubringen. Und das ist natürlich das Beste, so eine Gelegenheit zu haben, wo alle mal beieinander sind. Und da bin ich sehr dankbar dafür, heute dabei sein zu dürfen. Ich werde sehr viel mitnehmen. Es ist sehr wichtig für uns, aus auch wiederum zweierlei Gründen. Zum Ersten verstehen wir dadurch am besten, was die Probleme und die Nöte einer Stadt, einer Kommune sind zum Bereich Luftreinhaltung. Und zum anderen ist es auch eine hervorragende Möglichkeit für uns, gemeinsam mit den Kommunen konkrete Projekte zu testen, zu probieren, zu sehen, ob sie funktionieren und dann entsprechend anzupassen.